Wie sieht denn der neue Mantel aus? Ritterrüstung. Okay. Das ist der Pilzmantel. Ach nee, 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 nee. Ich bin noch nicht gut. Den haben wir auch lange nicht mehr getragen. Auch lange außerhalb der Schulzeit unterwegs sind. Wie lange ich ihn irgendwie. Also das Schuljahr ist irgendwie mehr oder weniger vorbei. So viele Pflanzen gesehen. So, hier haben wir was an. Wie findet, Sie haben hier große Fortschritte gemacht. Wollen wir irgendwas machen? Zu mächtig für dieses Objekt, finde ich großartig. Dann vielleicht auf den Umhang. Wir haben auch noch nichts. Rückzug erhöhter Schaden durch alte Magiewurf. Das ist zu mächtig. Okay, wird's aber. Okay, deutlich höhere Schaden durch Kuzio. Alte Magie will ich erhöhen. Magiewurf. Widerständige Kobold-Silber könnte auch was werden. So mächtig. Schade, ich bin reduzieren, das ist doch gut. Das nehme ich. Und jetzt haben wir reduziert Schaden durch Trolle, reduziert Schaden durch Spinnen, Schaden durch schwarze Magier reduziert, Schaden durch Kobolde reduziert, das ist ja großartig. Erhöht Schaden durch alte Magie und Schaden durch alte Magie 2. Okay, können wir hier nochmal. Straßenköter hätten wir hier noch mal ein Gebiet angebot. Ein bisschen Schutz ist ja. Schwarze Magie haben wir, Kobolde haben wir. Eine Ferie wäre vielleicht noch mal gut. Da sind wir bestens gerüstet. Bis wir neue Klamotten nehmen. Jo. Da weiß ich, wo ich hin muss. Besenrennereignis. Dann gehen wir doch erstmal dorthin. Dann gleich jetzt nächstes. Prüfung Merlins. Ich habe meine Knie selber. Da werde ich hin. Erstmal zum Quidditch-Feld. Das finden wir vielleicht auch so.
sollte man noch ein bisschen Kniese fangen. Schon wieder so ruhig, hier schon wieder Nachtbewohner oder wie? Den ganzen Tag im Raum der Wünsche aufgehalten. Da sieht man mal wieder ähnlich. So, finden wir mal den Ausgang zum Quidditch-Feld. Ja, es muss Nacht sein. Also steht gerade keiner. Entweder ist es immer noch Nacht. Ich meine, wir sind hier nachts reingegangen. Im Raum der Wünsche. Erklärst du mir nochmal, wie die daedalischen Schlüssel funktionieren? Wenn du einen fliegenden Schlüssel siehst folge ihm zu seinem Schrank. Das Knifflige ist, ihn dann ins Schloss zu bekommen. Ich hoffe, du folgst ihm. Wenn du einen Schrank öffnest, wüsste ich gerne, was drin ist. Falls was drin ist. Hausmarken. Wer hätte gedacht, jemand in meinem Alter könnte meinem Onkel das Leben retten? Zum Kräuterkundeunterricht. So, ich suche nur ein Way Out. Ein Way Out für das Spiel. Hier sind wir, glaube ich, auch irgendwie sind wir hier noch nicht lang, oder? Mal dran vorbei. Revelio. Ja, ist bisher auch relativ wenig. Okay, schauen wir trotzdem mal rum. Schönes Blühen. Mit Revelio. Aha. Ein schönes großes Hufflepuff bei meinem Banner. So, wie geht's denn hier lang? Ach doch, hier waren wir schon. Der Hufflepuff-Turm. Das ist ein Rätsel, was wir lösen könnten. Meine Runde will ich. Was läuft hier? Du müsstest die Megasmode, ja, ist klar. Haben wir keine. Oder? Bringen wir ein. Oh Gott. Erstaunlich wenig. Ach doch, wir haben die Megasmode. Na dann, wenn wir schon mal da sind. Hallo, Mr. Moon. Oh, seien Sie gegrüßt. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Ah, ja.
Nun, das sollten wir wirklich machen, wenn wir so mehrere dabei haben. Ich schaue mich weiter nach Demigeist-Statuen um und bringe ihnen mehr Monde. Ich muss sie für ihren außerordentlichen Mut loben. Das ist schon, wo man diesen Dialog... Vor allem, weil sie nur nachts gesammelt werden können. Na ja, Katze. Hausmeister, der sich nachts vor Statuen fürchtet. Fantastisch. Noch aufs Miet wollen wir gerade nicht. Jetzt gibt es hier eine Abkürzung durch den Buckel der einäugigen Hexe. Revelio. Was bimmelt hier mal so? Hier wollte ich eigentlich nicht hin, aber gut. Dann geht's runter zum Bootshaus. Laufen wir den Pfad auch mal wieder ab. Ist doch auch mal schön, hier müssen durch und um kurz zu laufen. Ich glaube, ein Harry Potter. Lego Harry Potter, ja, ich glaube Lego Harry Potter die Jahre 5 bis 6, 5 bis 7 haben sie, glaube ich, das auf, haben sie die letzte in Teil 6 der Halbblut Prinz, die hier ist eine Quest. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Die letzte Quest mit dem Gehst du schwimmen? Mit, wo denkst du hin? Mit Snape, wo obwohl man ich langsam glaube, ich sollte wirklich schwimmen lernen. Ja. Was wäre Treppe ich gemacht? Für eine Kontaktperson für die Wassermenschen, wenn ich nicht schwimmen kann? Eine Kontaktperson für die Wassermenschen? Nun, im Prinzip nicht, nein. Diese Position existiert im Augenblick noch nicht, aber das werde ich ändern. Darauf kannst du dich verlassen. Ich bin übrigens Nerida, Nerida Roberts. Wir sind uns erst einmal begegnet. Beim Duell bei den gekreuzten Stegen. Ja, natürlich. Schön, dich wiederzusehen. Ebenso. Du scheinst dich sehr für Wassermenschen zu interessieren. Das tue ich auch. Denn sie werden von uns ebenso missverstanden und missachtet wie Kobolde und Zentauren. Und ich finde, wenn Kobolde und Zentauren Verbindungsbüros im Ministerium haben, sollten die Wassermenschen auch eins haben. Eine Slytherin, die sich für Tierwesen einsetzt. Beeindruckend. Eine tolle Idee, mit den Wassermenschen Kontakt aufzunehmen. Ja, wirklich? Oh, vielen Dank. Natürlich habe ich bisher eigentlich noch gar nichts getan. Ich habe ihnen vor einigen Wochen ein Geschenk gebracht und sie wollten mir auch eines in einer ihrer Höhlen hinterlassen. Ein Austausch und eine Einladung. Ich wollte ihnen sagen, dass ich nicht schwimmen kann, aber ich habe es wohl nicht gut übersetzt. Meerisch ist echt knifflig. Wie soll ich helfen? Ich kann ja auch nicht schwimmen und auch kein Meerisch sprechen. Was hat die Zaubererwelt bezüglich der Wassermenschen falsch gemacht? Nun, wir haben die Wassermenschen trotz der vielen Gemeinsamkeiten zwischen unseren Kulturen stets herablassend behandelt. Kein Wunder, dass sie den Zauberwesen-Status des Ministeriums vor Jahren abgelehnt haben. Wie kann man solche Schönheit und Intelligenz klassifizieren? Was denkst du, würde eine Kontaktperson der Wassermenschen tun? Oh, vieles. Ich will alles über sie erfahren. Wenn ich erst schwimmen kann, werde ich natürlich mein Meerisch perfektionieren. Und ich würde ihnen alles erzählen, was sie über die Welt der Zauberei wissen wollen.
Ich hoffe, dass beide Seiten wachsen können, wenn wir einander besser verstehen. Aha. Was genau interessiert dich so an den Wassermenschen? Oh, ich kann dir gar nicht sagen, wie wundervoll sie sind. Die Geschichten über sie sollen sogar bis in die Muggelwelt vorgedrungen sein. Die ältesten bekannten Wassermenschen, die Sirenen, stammen aus Griechenland. Schottland hat die Selkies und Irland die Marrows. Ich könnte noch ewig über sie sprechen. Ihre prächtigen Unterwassergemeinden, die Domestizierung der Meerestiere, ihre Kunst und Musik. Es ist eine Schande, wie wenig wir sie verstehen. Also, ich kann schwimmen und ich helfe dir gerne. Das würdest du tun? Oh, danke! Danke, danke! Sie sollen auf keinen Fall denken, ich würde ihr Geschenk verschmähen. Diplomatie ist ein Drahtseilakt. Wenn ich mich nicht irre, kann man dort vom Wasser aus direkt in ihre Höhle hinuntertauchen. Aha. Was du alles sehen wirst! Eines Tages werde ich es selbst erleben. Das weiß ich einfach. Machen wir das gerade mal. Klingt doch sehr spannend. Können wir mehr Menschen dafür sehen? Artefakt hinterlassen? Oh. Natürlich. Da bräuchte ich mal Lumos für. Lumos. Okay, dann muss ich erstmal. Lum. So, du musst jetzt mit mir kommen. Jetzt fehlt nur noch der Rest von euch. Und die dritte ist durch uns. Das ist echt gar nicht so schwer. Lumos. Kein Ding der Möglichkeit. Das Rätsel ist halb so schwer. Und was haben wir hier? Merida wird sich darüber freuen. Ein mehrisches Artefakt. Ist ja sehr interessant. Mehr Menschen haben wir jetzt keine gesehen. Sehr schade. Das Geschenk von den Wassermenschen war wirklich leicht zu finden. Oh, das ist großartig! Ich hatte befürchtet, sie hätten es als Beleidigung aufgefasst, dass ich es noch nicht abgeholt habe. Unsere Beziehung zu ihnen ist auch so schon angespannt. Das Geschenk behalten? Nein, auf keinen Fall. Es ist wirklich schön, dass wir diplomatische Beziehungen unterstützt haben. Bei Merlins Bad. Wundervoll. Das werde ich allen zeigen, auch dem Ministerium. Soll ich es per Eule schicken oder persönlich hinbringen? Vielen Behalten Dank! Soll es du hast vermutlich gerade die Beziehungen zwischen der Welt der Zauberei und den Wassermenschen für Jahrzehnte verbessert. Naja, ich weiß nicht. Ich muss das unbedingt untersuchen. Finstertiefen. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Der Hippogreif. Flieg!
Beeindruckend. Fliegt. Ja. Ich versuch's, okay. Ja, nicht flieg. Vielleicht können wir diese Rampe hier benutzen. Die naturgegebene Rampe von einem Felsen. Das war ja jetzt. Das war ja irgendwie nichts. Zeit für etwas mehr Tempo! Wieder hier und hops! Perfekt. Auf zum Kniesebaum. Mehr Tempo kann ich schaden. Geradewegs zu auf den Kniesebau. Nicht gegen die Steine prallen. Diesen Astronomie-Altar muss ich wohl bei Dunkelheit verwenden. Ja, würde gerade sagen, das macht bei Tag wahrscheinlich wenig Sinn. Weg aus dem Kniesegebiet. So, fangen wir uns ein Kniesel, am besten zwei. Verzeihung. Tasche. Ruhig. Ich tu dir ja nichts. Kniese weiblich. Otago. Nehmen wir noch ein männliches dazu. Das sieht doch hübsch aus. Ach komm. Komm schon, ich will doch nur helfen. Ein wildes Kniese. Na komm. Also rein mit dir. Das glaubt Professor Howen nie. Das müsste jetzt ein männliches Wesen sein.
das sind uralte Magie. Oh nö, nicht schon wieder Spinnen. Ja. Manchmal besteht ein Gefängnis nur. Ja, wir sterben. Ich stehe hier in der Ecke. Nicht meine Schuld, dass du eine Riesenspinne bist. Ja. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, zwei. Grüne Kniesim. Ich hoffe, das sind nicht zwei weibliche. Okay, der Freizeit auf Hogwarts. Das ist wahrscheinlich der Hausmeister. So, was wollte ich jetzt noch machen? So Quidditch-Feld wollten wir eigentlich. Eine Nacht sollte der nützlich sein. Auch zum Quidditch-Feld. Was haben wir denn jetzt eigentlich noch für Quests? Nichts eigentlich. Außer die Prüfung, die machen wir dann gleich weiter. Im nächsten Stream. Dann würde ich mal sagen, auf zum Quidditch-Feld und dann haben wir das soweit für heute. Wir haben ein paar Sidequests gefunden und die Wesen umbenannt. Das war natürlich das Tollste. Ansonsten könnte ich noch mal was versuchen. Das könnte man eher am Stream machen. Da ist das Quidditch-Feld. Da ist das Quidditch-Feld. Durch die Türme durch. Hui. Nicht in die Türme rein, sondern durch sie durch. Habe ich auf der Karte. Riesenereignis. Da müssen wir hin. Die arme Susan und ihre gebrauchten Umhänge. Sie sieht aus wie ihre Großmutter und riecht auch so. Ich steckte mal auf Platz 3 bin ich. Immer wenn ich gehen wollte, hat sie sich bewegt. Dann müssen wir doch mal ein bisschen aufholen. Er ist absolut süß zu mir. Jedes Mal.
Die andere Besenfliegenquest auf dem anderen Pfad haben wir noch nicht geschafft, aber die können wir mal ein bisschen trainieren. Oh, bitte nein. So wird es doch nichts, Spiel. Oh nein. Ich sehe mich jetzt schon verkacken. Oh Gott, 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 oh Kacke. So wird es nie was. Früher, als das Spiel noch nicht so geruckert hat, da waren die Quests noch möglich. Nee, macht's nicht. Das ist nicht möglich und das Spiel ist gebackt. Ich muss ich die Sachen mal ausprobieren. Die Musik ist gerade viel zu laut, man hört mich wahrscheinlich nicht. Oh Gott! Vielleicht liegt's an OBS, ich muss mal eine Runde spielen, um nur aufzunehmen. Vielleicht läuft's dann auch ein bisschen glatter. Vielleicht die ein oder andere diesen Quest vielleicht mal schaffen. Ich müsste OBS da jetzt nicht so extrem gut heftig drauf sein, aber verschlechtere mich jetzt sogar noch zu meiner eigenen Bestzeit. Ja, das haben wir längst verloren. Das Rennen. Ich meine, so viel kann OBS da auch nicht tun, aber vielleicht ist es ja trotzdem, vielleicht tut es ein bisschen was. Ich meine, das ist ja trotz. Oh Gott. Ist ja ein Programm, was im Hintergrund noch läuft und aktiv aufnimmt. Das ist ja. Performance-technisch. Tut das natürlich irgendwie schon was zur Sache. Denke ich mal, als Technik-Noob. Okay, zumindest absinken können wir nicht. So, Lotti, ich krieg dich. Einmal versuche ich das noch. Warum bleibt der immer stehen? Wird auch wohl hinkriegbar sein. Ob die 1,30 schaffen, weiß ich nicht, aber geschafft. So, dass wir ohne weitere Bugs durchfliegen können. Mit weniger Fehler. Wird ja wohl machbar sein. Je. Na, da war ein verloren. Daran gewöhnt man sich nicht so schnell. Perfekt. Da müssen wir noch ein bisschen schneller werden. Mehr von diesen Blasen mitnehmen. Ja. Müssen wir noch ein bisschen eleganter fliegen. Das sind deutlich besser als letztes Mal. Ich meine, das ist jetzt Platz 2. Wir sind schon drittbester. Unsere Bestzeit verbessert. Immerhin. Genau 2 Minuten. Ja, plus die verpasste Strafe. Mhm. Ja.
Wir kommen wieder. Meine Brüder und ich mögen Kürbissaft für unseren Mintheiß. Meine Tante hat uns ja drittbeste. 1,55, das ist. Achso, 1,55 muss ich schaffen, um auf Platz 2 zu kommen. Das ist natürlich 1,32, was mir vorgestellt. Der erste Platz wird mir natürlich angezeigt. Komm, das kriegen wir hin, auf Platz 2 kommen wir hin. Meine Familie folgt das versuchen wir nochmal. 1,55 kriegen wir hin. Und die Gewinnerin machen wir dann nochmal. Geschafft. Das ist ein bisschen unfair, dass wir am Anfang stehen bleiben. Okay, die hätte ich jetzt kriegen müssen. Oh nein. Alle Ringe zu treffen ist schon mal was wert. Wir waren schon bei 1,57 und wenn wir nicht die Strafsekunden gekriegt hätten. Wunderbar. Jetzt bestimmt noch einiges rausholen und Naderinge kriegen und noch ein Stück schneller sind. Und die Bugs ist uns nicht versauen. Das macht richtig Spaß. Na gut, das war zu weit rechts links. Der ist 30, schaffen wir nicht. Nur Chance. Aber komm. 1,50 lässt sich doch was machen. Oder nicht? Super. Auf der Zielgeraden. Na komm. Na komm, ja, nice. 1,53. Hat jemand gesehen? Okay, für den ersten Platz müssen wir noch ein bisschen üben, aber den zweiten haben wir geschlagen. Das muss doch, oder? Jo, Platz 2. Na, da bin ich doch erstmal mit zufrieden. Die Lotti haben wir besiegt. Als nächstes ist Ruby dran. Jetzt haut er da ab, na, das ist klar. Gut, na, wenn das kein schöner Blick ist, um diese Aufnahme mal zu beenden und im nächsten Stream weiterzumachen, machen wir so.